Hey Yasin, hast du vielleicht häufig Probleme in der Beweglichkeit des Schultergürtels? Tut dir, wenn du das Regal über Kopf einräumen willst, regelmäßig Schulter weh? Oder hast du vielleicht teilweise auch leichte Ausstrahlungen in den Armen? Die Finger schlafen ein. Kannst du, wenn du irgendwie ein Tor aufschiebst oder so, das Ganze aufgrund von Schmerzen nicht wirklich gut durchführen? Oder hast du entsprechend Probleme mit der Armbewegung zum Rückenkratzen? Diese und viele weitere Fragen sind im Rahmen von Schulterproblemen oder auch Schulterimpingement häufig anzutreffen, und auf das Thema gehen wir jetzt gleich weiter ein. Für alle Physiotherapeuten in der Praxis ist das sogenannte Schulterimpingement ja auch in der täglichen Arbeit immer enthalten, und wir haben natürlich nicht selten auch mit Überlastungen der sogenannten Rotatorenmanschette zu tun. Das hängt natürlich eben an der Biomechanik des gesamten Schultergürtels, an einer sehr komplexen Struktur des Körpers. Letztlich müssen wir aber betrachten, dass das eigentliche Schultergelenk vielleicht in letzter Instanz eine große Rolle spielt, weil es gibt natürlich ganz große andere Gebiete, die großen Einfluss darauf haben, angefangen mit der Brustwirbelsäule, die Halswirbelsäule, die unterschiedlichen Anteile der Schultergelenke, also im Bereich des SCGs, des ACGs und auch des scapulothorakalen Gleitlagers. Sprich, wir müssen also darin betrachten, in der Hierarchie, welche Anteile spielen welche Rolle, und können uns dabei auch entsprechend wieder zwischen in der Mobilisation, den Therapietechniken, auch die Neuroathletik zunutze machen, um unmittelbar die Beweglichkeit oder entsprechend den Schmerz direkt zu beeinflussen. Aus neuroanatomischer Sicht gehen wir im Rahmen von Schulterimpingement definitiv an die Nerven, die die Schulter innervieren, ein und werden die auch jetzt im weiteren Verlauf des Videos vorstellen, wie man die entsprechend mobilisiert. Und im Rahmen von Schulterthematiken ist unter anderem sehr, sehr interessant ein Trakt, der im Mittelhirn startet, der die Schulter sofort innerviert und der mit dem Beugetonus zu tun hat. Ja, unter anderem auch mit dem Armschwung im Gehen, und der häufig ebenfalls bei Impingement-Problematiken ein hilfreiches Werkzeug ist, wenn man weiß, wie man da entsprechend rankommt, was wir auch im weiteren Verlauf entsprechend rausarbeiten werden. Für die Testung zum Bereich des Schultergürtels oder des Schultergelenkes allgemein, klinohumeral, gibt es in der Physiotherapie unendlich viele Tests, die entsprechend auch manche stärker, manche weniger stark in der Aussagekraft sind. Um jetzt im Allgemeinen zu bleiben und uns eine relativ schnelle Übersicht zu verschaffen zu den Techniken, die wir dann sowohl aus dem physiotherapeutischen als auch aus dem neuroathletischen mit reinnehmen, können wir natürlich ganz klassisch im Rahmen des Painful Arcs einmal das Ganze betrachten. Sollte es so ein Impingement geben, dann entsteht natürlich dieser Schmerz zwischen 60 und 120 Grad Abduktion aktiv, das heißt, sie bewegt den Arm hoch und runter und würde dort entsprechend über Schmerzen klagen in der aktiven Bewegung und Hebung des Armes zur Seite. Das wäre also eine Form, in Klammern sozusagen mit betrachtet für uns Physiotherapeuten, dass wir darin noch viel zu differenzieren haben. Eine ergänzende Technik, die aber sicherlich für uns von Bedeutung ist, ist, dass wir das Ganze passiv nochmal nachtesten, indem ich hier meine Hand unter ihre lege, den Arm auch sehr nah heranführe. Und jetzt mache ich nichts anderes, als hier entsprechend meinen Palpationsfinger an den lateralen, also äußeren Rand der Scapula zu nehmen. Denn jetzt lässt sie mal ganz locker und ich führe den Arm passiv nach oben. Dann sollte das entsprechend so sein, dass zumindest eben bis zu 90 Grad hier in die Abduktion hinein das Schulterblatt entsprechend ruhig bleibt und nicht mit in eine Bewegung, in eine Seitwärtsbewegung kommt, sondern hier entsprechend in der Ruheposition bleibt. Ansonsten wäre es für mich ein Hinweis darauf, dass ich myofaszial entsprechend vielleicht sehr starke Spannungen im Bereich des scapulothorakalen Gleitlagers und dieses Gebietes habe, als Testung, als Möglichkeit von vielen Varianten, die es dann gibt, aber so einmal aktiv und einmal passiv möglich. Für die Behandlung dieses Gebietes entsprechend der Möglichkeit Einschränkung der Brustwirbelsäule in Streckung oder Rotation, ähnlich wie wir es auch entsprechend ja getestet haben im Bereich des vegetativen Nervensystems, so spielt das Ganze jetzt auch eine Rolle, eine wichtige Rolle im Kontext zu Schulterproblematiken. Und dementsprechend müssen wir davon ausgehen, dass jede Brustwirbelsäule entsprechend gut in die Beweglichkeit der Streckung und Rotation arbeiten können muss, damit der Schulter oder damit die Schulter und der Arm sich entsprechend auch wirklich vollständig heben und bewegen können. Das heißt, haben wir hier Einschränkungen gehabt, ist eine Behandlungsmethode natürlich hier direkt unmittelbar über die Rotation entsprechend zu mobilisieren. Das Ganze kann ich im Kontext der Atmung machen, mit der Einatmung und mit der Ausatmung das Ganze an die entsprechende Barriere zu führen und das Ganze dynamisch zu mobilisieren. Und natürlich für die Streckung genauso kann ich Sie anleiten, sich vorne entsprechend locker draufzulehnen, hier auf meinen Arm. Das ist für mich ganz entspannt und ich auch in diesem Gebiet großflächig den Bereich der Brustwirbelsäule hier entsprechend in
die Streckung mobilisieren kann. Das kann ich sowohl flächig in der Brustwirbelsäule als auch wie beispielsweise über so einen Schneuzgriff punktueller im Bereich der Wirbelsäule als Reiz, als Mobilisation applizieren. Wir zeigen euch jetzt eine aktive Mobilisierung der Brustwirbelsäule. Zum einen, dass wir aus der runden Haltung im Zweifel rauskommen und den Arm schmerzfrei dann heben können. Und weil wir letztendlich guten Raum zwischen den Wirbeln brauchen, damit die Nerven, die aus der Wirbelsäule austreten und die Schulter versorgen, entsprechend frei gut arbeiten können. Dafür nimm bitte das Band einmal über Kreuz. Ja, beide Arme bitte strecken und möglichst weit oben hier im Bereich der Brustwirbelsäule positionieren. Arme rausschieben. So, wir nehmen das Band als Widerstand. Das ist auch insofern hilfreich, weil sie sensorisch weiß, wo sie reinschieben muss. Das ist wie so ein taktiler Reiz, den sie alleine auch gut nutzen kann, um zu wissen, wo sie arbeiten muss. Viele Leute haben ja nämlich aktiv Probleme, die Brustwirbelsäule zu bewegen. So, jetzt, ich nehme das Band mal einen Ticken höher. Perfekt. Arme strecken und schieb das Band bitte nach hinten weg. Also richtig schön einrunden, weiter nach hinten und dann Brustbein zur Decke. Groß werden, groß werden, groß werden, groß werden. Ich kann als Therapeut und Trainer hier sensorisch ein bisschen unterstützen. Ja, das ist keine aktive Arbeit der Arme und Schulter nach vorne, sondern die Wirbelsäule soll sich dazwischen flüssig hin und her bewegen. Richtig schön das Band schieben, 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 weiter, weiter, weiter. Ja, und wieder groß werden. Ja, also wirklich rein und raus gehen, ein paar Mal machen. Ja, und auch hier können wir natürlich sofort danach überprüfen, alles klar, ist die Schulter freier, läuft das Ganze ein wenig runder. Super Übung, wenn ich das alleine zu Hause an irgendeiner Stelle nacharbeiten muss, um das von der Trainingsintervention regelmäßig gut ausführen zu können, damit wir schnell ein nachhaltiges Ergebnis haben. Im Kontext zu der Schulterproblematik an sich und beispielsweise bei einem positiven Test der passiven Abduktion, sodass entsprechend hier das Schulterblatt viel schneller mitkommt, also noch vor 90 Grad, und ich hier entsprechend von einer erhöhten Spannung ausgehen kann, kann ich das ja in Verbindung myofaszial hier lösen, indem ich das Gebiet des Musculus latissimus dorsi hier entsprechend freiziehe. Das kann ich dann auch letzten Endes in seinem gesamten Verlauf der diagonalen Bereich hier bis auch in den Trizeps hinein beginnen. Dabei suche ich mir eine entsprechend entspannte Position, sodass ich vielleicht auch ein kleines bisschen Zug auf dem Gewebe habe. Kann jetzt ganz entspannt meine Fingerknöchel ansetzen und diese hier entsprechend, wie mir das Gewebe das zulässt, entlang dieses Muskelbereiches und des Schulterblattes entlangfahren. Als Möglichkeit, als Variante, als Option kann ich neben meiner händischen Therapie das Ganze natürlich auch gerätegestützt machen, wie hier beispielsweise mit einem Phaser, sodass ich jetzt hingehe und dieses Gebiet in einer Technik hin und her bewege, sodass, wenn ich hier feststelle, dass gerade am Rand des Schulterblattes entsprechende Verspannungen sind, ja, sowohl von dorsal als auch von ventral, dieses Gebiet entsprechend zu lösen. Aufbauen zu den myofaszialen Techniken, die Bär gerade zur Schulter erklärt hat, erklären wir jetzt zwei Techniken zu den Nerven, die die Schulter innervieren. Zum einen zum Axillaris-Nerv und zum Supraskapularnerv. Das sind beides Nerven, die im Rahmen von einer Impingement-Problematik sehr häufig im Rahmen der Mobilisation ein hilfreiches Werkzeug sind, um hier Probleme zu reduzieren. So, wir fangen mit der ersten an, mit dem Axillaris. Bitte einmal 45 Grad zur Kamera, perfekt. Der Arm geht komplett in der Extension, in eine Innenrotation. Ellenbogen jetzt wieder eine leichte Flexion. Schulter kommt eine Retraktion und Depression. Und der Kopf geht in eine Lateralflexion nach links. Jetzt merkst du ein Ziehen wie eine Kapitänsbinde hier. Wenn nicht, kommt der Arm noch ein bisschen weiter in die Extension. Ja, das Schwierige ist, ich muss diese Kette genauso halten, sonst merke ich die Nervenmobilisation nicht wirklich. Hierbei dürfen keine Schmerzen auftreten und auf einer 10er-Skala wollen wir maximal eine 4, was die Spannung angeht, wobei 10 das höchste ist. Wir arbeiten jetzt hier nur aus dem Glenohumeralgelenk, machen hier kleine Kreise. Und einen Ticken größer kannst du arbeiten, perfekt. Und die Richtung wechseln. Und sie arbeitet wirklich nur von hier oben. Okay, bleib hier. Hast du es ziehen? Okay, dann kommt der Kopf bitte drauf zu. Ziehen geht weg. Geh wieder zurück, ziehen kommt wieder. Ein paar Mal machen. Ja, damit wir quasi auch einen Zug von oben haben. Zwei, dreimal noch. Und lösen, durchschütteln. Und an der Stelle, ja, können wir jetzt wieder gucken, alles klar, ist die Schulter freier, weniger schmerzhaft und so weiter und so fort. Das ist Nerv Nummer 1, ja, Axillaris-Nerv. Jetzt kommen wir zum Supraskapularnerv. Dafür kommt der Arm, der Ellenbogen bitte in eine Flexion. Schulter geht ebenfalls in eine Flexion. Dann geht die Schulter in eine Retraktion und Depression. Arm kommt in die Innenrotation, komplett in die Adduktion nach drüben. Und Kopf geht in Lateralflexion. Und jetzt machen wir hier so kleine pulsierende Bewegungen fingerwärts.
Und dann bleiben wir ganz innen und bewegen den Kopf drauf zu und wieder zurück. Ja, das Schwierige bei der Übung ist, letztendlich genau diese Position zu halten, und viele Leute verlieren einen Teil der Kette, wodurch wir dann nicht mehr wirklich den Nerv mobilisieren. Danach, wenn wir das durchgeführt haben, ja, auch hier ein paar Wiederholungen, wir haben den Nerv mobilisiert und können sofort schauen, alles klar, arbeitet die ganze Struktur freier als vorher. Oft ist es so, wenn Nerven quasi eingeschränkt sind in der Datenübertragung oder irgendwo Druck drauf ist, dass sich entsprechend Funktionen der Muskulatur, die hinten dran hängen, ja, nicht wirklich so darstellt, wie sie soll. Oder der Nerv an sich Schmerzen verursacht, weil wir auch dort Gefahrenrezeptoren haben, die, wenn Druck drauf sind, sofort melden, wir haben hier ein Problem. Entsprechend sind Mobilisationstechniken in solchen Rahmen eine super wichtige Sache im Rahmen der Behandlung. Neben den Nerven, die natürlich auch den Schultergürtel entsprechend innervieren, spielen auch fasziale und ligamentäre Strukturen eine große Rolle, denn sie sind hochgradig innerviert. Das heißt, das können wir uns zunutze machen, indem wir unmittelbar mit direkten Techniken entsprechend an diesem Gebiet arbeiten, sodass wir den Input verändern, damit hier möglichst eine Schmerzfreiheit oder eben eine bessere Bewegung erfolgen kann. Ein Beispiel dafür ist entsprechend das Ligamentum coracoclavicularis, indem ich die Verbindung vom Coracoid hin zur Clavicula bandhaft in eine Zugtechnik zum Beispiel bringe oder sogar eben mit einer sogenannten Rebound-Technik entsprechend versuche zu lösen oder eben zu stimulieren, sodass die Rezeptoren darin entsprechend weniger Gefahr oder weniger Spannung melden. Dafür, das kann ich natürlich in Rückenlage machen, hier in dem Beispiel kann ich das jetzt auch wunderbar im Sitz machen und mir den gesamten Rumpf sowie den Schultergürtel mit meinem Körper stabilisieren. Hieraus resultierend kann ich über die Palpation der Clavicula, also am ACG, nach vorne unten entsprechend krabbeln und kann über diese Handseite entsprechend unmittelbar das Coracoid palpieren. Jetzt kann ich also mit der oberen Hand Zug in Richtung der Clavicula aufbringen und mit der unteren Hand am Coracoid Zug nach primär unten, also nach kaudal auslösen. Ich gebe also einen kaudalen und einen kranialen Zug. Den kann ich modifizieren, ob ich dort auch noch leicht lateral, leicht medial Impulse dementsprechend setze. Das hängt auch damit zusammen, ob ich eventuell noch in Übergängen zum Pectoralis Minor oder entsprechend auch zum Caput Breve des Biceps Brachii oder entsprechend auch des Coracobrachialis arbeiten möchte. Also es ist eine Position, wo ich viele Möglichkeiten daraus habe und schauen kann, wie ist die Spannungslage in diesem Gebiet. Dadurch kann ich jetzt leichte Stretches direkt auf diesen faszialen und ligamentären Strukturen entsprechend einsetzen. Wenn ich jetzt merke, dass ein gewisses Gebiet hier, wie bei ihr in dieser Position, Spannung hat, dann kann ich das Ganze in eine Position der Dehnung bringen, auch koppeln an Ein- und Ausatmung, ja, und entsprechend dann resultierend daraus viel Spannung aufbauen auf dem Gebiet, einatmen und plötzlich schnell ruckartig loslassen, sodass dieser Rebound auch zu einem entsprechenden Reiz, zu einem entsprechenden Signal in den Strukturen führt und kann dann dementsprechend auch unmittelbar testen, ob dies Einfluss auf meine Schulterbeweglichkeit oder den Schmerz hat. Abschließend zeigen wir euch hier noch eine Technik zum visuellen System, die sich ebenfalls sehr positiv auf Schulterprobleme auswirken kann. Warum ist das Ganze so? Wir haben im Mittelhirn, ja, das sehr viel mit der Verarbeitung visueller Informationen zu tun hat, einen Trakt, der beginnt, der die Schulter direkt innerviert. Ja, man nennt den Rubrospinalis. Damit wir den aktivieren für die rechte Schulter, brauchen wir eine Blickverfolgung von links unten nach rechts oben. Ja, das ist eine sehr einfache Geschichte und dafür nehmen wir eine App, auf der so Balken laufen, ja, und halten die ihr entsprechend relativ nah vor das Gesicht und ihre Augen folgen einfach nur. Also die gehen jetzt von links unten nach rechts oben, folgen nach rechts und springen wieder runter. Und auch hierbei, ich als Trainer-Therapeut, schaue mir sehr genau an, ob ihre Augen dabei Stress haben. Das ist eine sehr kleine Augenbewegung, ja, aber das würde auch an der Stelle schon wieder reichen, weil ihre Augen letztendlich melden, okay, das Ganze ist mir nicht so geheuer wie vielleicht andere Dinge. Wir wollen hier keinen Stress hervorrufen, das heißt, wir wollen keine Tränen in den Augen, ja, wir wollen nicht, dass die Augen aus dem Kopf poppen, wir wollen nicht, dass sie Kopfschmerzen bekommt oder dass sie schwindelig wird. Das sind alles Dinge, dann habe ich es weit übertrieben. Entsprechend muss ich hier von der Dosierung ein bisschen aufpassen. Nichtsdestotrotz kann das eine sehr, sehr hilfreiche Sache sein, als Ergänzung im Rahmen der Schulterreha oder auch Therapie oder auch im Training, um hier ein Werkzeug zu haben, mit dem ich sofort an eine neuronale Struktur komme, die mit der Innervation der Schulter zu tun hat. Eine Sache, die in der Praxis oft leider nicht genutzt wird, weil sie einfach nicht gelehrt wird und nicht bekannt ist. An der Stelle nochmal der Appell,
von der Dosierung her vorsichtig zu sein, es nicht zu übertreiben, aber wenn es ein positives Ergebnis hervorruft, ist durchaus regelmäßig in der richtigen Dosierung anzuwenden. Für unsere Welt der Physiotherapie war das im Beispiel des Schultergürtels doch jetzt auch nochmal ein gutes Beispiel dafür, wie man diese Techniken kombinieren kann. Wir haben also über die Hierarchie der Brust- und Halswirbelsäule, der abgehenden Nerven gesprochen, über die Neuromechanik in dem Bereich, also die neurogene Versorgung und auch über myofasziale Strukturen, sodass ich das eine entsprechend mit dem anderen verbinden kann. Und das ist eine sehr hilfreiche Option, auch direkt zum Beispiel über das Mittelhirn ergänzend zu meinen myofaszialen Techniken direkt daran arbeiten zu können, dass der entsprechende Schmerz besser wird oder auch die Bewegungsreichweite sich optimieren lässt. Auch hier war es uns wieder ein Anliegen, aufzuzeigen, dass sich beide Welten hervorragend ergänzen, um Probleme in dem Bereich lösen zu können. Und wenn ihr mehr Infos dazu wollt, kriegt ihr die im Verlauf der folgenden Videos ebenfalls zu dem Thema Physio meets Neuro. An der Stelle viel Erfolg in Training und Therapie und auf bald.